Hallo, liebe Zuschauer. Ich melde mich heute aus der Willy-Zinkern-Halle in Büdingen, wo die NPD Hessen gerade ihre Wahlkampfauftaktveranstaltung durchführt. Dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Daniel Lachmann ist es nach 10 juristischen Ringen mit der Stadt gelungen, die Stadthalle einzuklagen. Ein Grund mehr zum Feiern. Sehen Sie selbst. Zumindest für jeden Büdinger ersichtlich, dass die Zustimmung für unsere Partei in unserer Stadt von Tag zu Tag wächst. Daran können auch linke Hetzberichte nichts ändern. Und es wäre schön, wenn alle Städte, gerade auch in Westdeutschland, so vom nationalen Geist des Widerstandes geprägt werden, wie es hier in Büdingen und hier im Landkreis der Fall ist. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen natürlich, was ja für sehr gute Wahlergebnisse bei den kommunalen Wahlen eingefahren wurden. Dazu herzlichen Glückwunsch. Es wäre wirklich schön, wenn wir das überall in Westdeutschland so hätten wie hier bei euch. Eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, weshalb machen wir weiter? Deshalb müssen wir uns aktiv beteiligen. Die Antwort ist ganz einfach, weil es um unser Volk, unsere Stadt und Deutschland geht. Zur NPD gibt es keine Alternative. Deshalb vorwärts für Deutschland. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, unsere Positionen sind verfassungsfeindlich, dann sage ich persönlich, na und, dann bin ich verfassungsfeind, lieber verfassungsfeind als Volksfeind. Liebe Kameradinnen und Kameraden, dass die NPD bundesweit in allen Bundesländern auf dem Stimmzettel steht, ist es wichtig, dass wir jetzt zeitnah die letzten Unterschriften zusammensammeln, um dann gemeinsam in den Wahlkampf überzugehen. Daher ist jeder aufgefordert, selbst zu unterschreiben, aber auch seine Freundinnen, Bekannten und sonstige Leute zu animieren, ihre Unterschrift der NPD zu geben zum gemeinsamen Wahlantritt. Unser Land steht am Scheideweg. Wir müssen uns entscheiden, ob wir in Zukunft ein Deutschland haben wollen, wie wir es kennen aus der Vergangenheit, oder ob wir einen gesichtslosen Multikulti-Staat haben wollen, ohne Kultur, ohne Identität. Die Bundestagswahl am 24. September ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Die Wahl, zur Wahl stellen sich mehrere Parteien, von CDU bis Linkspartei, haben wir ein Angebot an einem Einheitsbrei Parteien, die sich kaum noch unterscheiden voneinander. Auch die AfD ist keine wirkliche Alternative. Wenn wir tatsächlich am 24. September eine richtungsentscheidende Wahlentscheidung treffen wollen, dann müssen wir die NPD wählen, dann muss die NPD auf dem Stimmzettel stehen, dann brauchen wir eine nationale Oppositionspartei. Und denken Sie immer daran, jede Stimme für die NPD ist eine schallende Ohrfeige für die etablierten Parteien, die sehr wohl wahrgenommen wird. Die etablierten Parteien und das Parteiensystem schaut darauf, wie das Ergebnis für die NPD ausfällt. Helfen Sie mit dabei, unser Land zu erhalten, so wie wir es kennen, so wie wir es lieben.